Reha-Zentrum Roßwein, Oberländer, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Eine gute Adresse für Gesundheit durch Bewegung ist das Reha-Zentrum Roßwein an der Döbelner Straße. Und wie können Sie zeitlich kommen? Diese Einrichtung wurde im Oktober 1993 eröffnet. Seit einem Jahr ist hier Annette Bauer die Geschäftsführerin. Zu ihrem Team gehören 12 erfahrene Therapeuten und Robert, ein Therapiehund. Wir bieten alle physiotherapeutischen Maßnahmen an. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der EAP, das bedeutet erweiterte ambulante Physiotherapie. Hier kommen Patienten von den Berufsgenossenschaften und führen ihre ambulanten Kuren bei uns durch. Die sind 2 bis 3 Stunden bei uns und bekommen alle Behandlungen. Darüber hinaus bieten wir alle physiotherapeutischen Maßnahmen an. Das bedeutet Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagen, manuelle Lymphdrainage, Elektrotherapie, gerätegestützte Krankengymnastik, Hausbehandlung, auch Privatbehandlung. Wir sind zugelassen für alle Krankenkassen. Besonders stolz sind die Mitarbeiter des Reha-Zentrums auf ihre Roßweiner Rückenstrecke. 4 neue Geräte stehen hier, mit denen bei den Patienten die Muskulatur der Wirbelsäule aufgebaut und trainiert wird. Vor Trainingsbeginn analysiert ein Computerprogramm den Zustand der Muskulatur. Das heißt, wir messen Bewegungsausmaß und Kraft. Und aufgrund dieser Werte werden die Trainingsprogramme geschrieben. Und dann wird 2-mal die Woche an den Geräten trainiert. Durch dieses Trainingsprogramm sind schon manche Patienten vor einer Operation bewahrt worden. In jeder Etage des Reha-Zentrums Roßwein gibt es einen großen Gymnastikraum. Hier trainiert gerade die Kinder-Yoga-Gruppe mit Franziska Wachs. Also wir sind hier, um Spaß zu haben und um uns zu entspannen nach der Schule. Wir sitzen den ganzen Tag in der Schule rum und hier lernen wir, das gerade zu sitzen. Wir treffen uns einmal hier in der Woche. Ja, zum Sitzen in der Schule arbeiten wir haltungsorientiert und entspannend. Und mit Frau Wachs haben wir viel Spaß. Außerdem finden bei uns regelmäßig Präventionskurse statt. Das sind zum Beispiel die Rückenschule, Nordic Walking, Aquagymnastik, auch Babyschwimmen und ganz neu jetzt Pilates. In unserem Haus befindet sich auch der Roßweiner Reha- und Gesundheitssportverein, der Aquagymnastik und Gymnastik in Gruppen durchführt. Im Reha-Zentrum Roßwein steht die gesunde Bewegung im Vordergrund. Ausdauertraining, Kräftigung und Entspannung wirken sich positiv auf das Wohlbefinden aus und schaffen Selbstvertrauen. Wir sind jetzt hier in dem Bereich des Reha-Zentrums, in dem das medizinische Aufbautraining bzw. die medizinische Trainingstherapie stattfindet. Hier erhalten unsere Patienten gezieltes Aufbautraining an Geräten. Hier bieten wir auch gleichzeitig an in diesem Bereich, unser Bereich gesund und fit. Das heißt, Patienten, die das möchten, bekommen von uns einen Befund. Es wird geschaut, was verkürzt ist, was abgeschwächt ist und daraufhin wird ein Programm geschrieben. Die Patienten werden in das Programm eingewiesen und können dann hier zur Öffnungszeit jederzeit trainieren. Hier im Reha-Zentrum Roßwein sorgt sich ein kompetentes Team mit einfühlsamen Mitarbeitern für Gesundheit und Rehabilitation der Patienten. Das Haus hat montags bis donnerstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet, freitags von 7 bis 20 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.